Naja, die Nachbarschaft, also ich bin von der Ausbildung her Jurist, also Nachbarschaft heißt wirklich in unmittelbarer Umgebung. Höchstwahrscheinlich werden die meisten sagen, ja, keine Beschwerden, also kein lautes Musik oder keine. Nein, also wir sind beide ein Paar, was dauernd halt in Bewegung ist. Ich fahre da durch die kleine Allee und das und grüße freundlich und das war's dann, ja. Also sonst komme ich ja gar nicht dazu. Ich meine, Ja, du bist auch nicht so oft da in dem Sinne und bei dir muss ja immer alles wahnsinnig schnell gehen, weil du immer zum nächsten Flugzeug musst, ne? so in etwa. Nein, aber wirklich, da kann ich nicht noch irgendwelche Nachbarschaften. Ich bin schon froh, wenn ich meine Freunde sonst außerhalb noch hier und da mal hierher hole. Aber mehr geht da nicht. Ja. Ja, wir sind sehr gerne Das hier. Haus ist sehr alt, das Ja, ist von eine 1716 ist das. 19, ja, egal. 1719, 19, das genau. steht unter Denkmalschutz. Und wir haben das halt so eingerichtet, was sich so im Laufe der Ja. Zeit aus Reisen, aus natürlich teilweise auch Aktionen, Sammlungen. aus Sammlungen Ja. ergeben hat. Und uns gefällt es und wir haben eigentlich zu jedem Stück gibt es eine kleine sozusagen, also ein bisschen eine Herkunftsgeschichte. Also wir leben mit unseren Museumsstücken und Sammlungen. Sammelleidenschaften meines Mannes. Es ist halt jetzt mehr der Kontakt entstanden, weil Durch den Hund, durch ne? den Hund. Ja, ich finde das sehr schön. Ja, sicher, aber da gibt es ja Nachbarschaftsstreite, man kann ja Sendungen damit gestalten, ne? Ja, genau, es Da wäre kann eine man gute fragen. Nein, Sendung. nein, Gibt da es das Licht schon? gibt's schon und das funktioniert auch halbwegs. Ja. Also wenn ich die Art von Konflikten hätte, nur so im richtigen Leben, das wäre wunderbar. Also nein, das ist kein Thema. Ja. Das ist typisch mein Mann.